Am Freitag, da waren wir noch sprachlos, würde ich mal sagen. Jetzt ist die Frage, haben die Legenden die Worte wiedergefunden? Klaus Fischer, Rüdiger Bramczyk. Jux, könnt ihr erklären ein bisschen, warum wir am Freitag gegen Elversberg verloren haben? Schon wäre im Spiel nicht. Denn wenn man das gesehen hat, die erste halbe Stunde waren klar besser. In jeder Beziehung waren die klar besser als wir. Und Schalke hat einen anderen Anspruch als Elversberg. Die sind aufgestiegen in die zweite Liga, muss man einen Hut von ziehen. Die haben nur 12.000 Einwohner. Das ist ein Stadtteil, glaube ich, von Neunkirchen. Und uns das so zu präsentieren, muss ich ehrlich sagen, der Trainer hat es gesagt, ins Spiegel schauen habe ich die Leistung abgerufen, wo ich in der Lage bin oder nicht. Und da muss ich einfach sagen, nein. Der Einzige, der man wirklich sagen kann, der seine Leistung bringt, ist Karaman. Alle anderen, entweder sind sie nicht in der Lage oder irgendwas stimmt da nicht. Auch nicht mal von der Laufbereitschaft, von Einsatzwillen, da muss doch kommen, jetzt habe ich zwei Siege hintereinander gefahren. Mensch, da muss doch einigermaßen Selbstvertrauen da sein. Aber man hat nichts gesehen. Wir haben uns alle oben angeguckt. Alle sind enttäuscht. Und ja, wir sollen nur nicht von Aufstieg reden. Ja, ich glaube, das tut jetzt auch keiner mehr. Ne? Abi, wie kannst du dir das aus deiner Erfahrung erklären, dass eine Mannschaft nach zwei Siegen, nach einer guten Stimmung, nach einer, also jetzt nicht Euphorie, aber wirklich nach einer Situation, in der man sagt, okay, jetzt lass uns zu Hause weitermachen, so eine erste halbe Stunde abliefert? Wenn ich mir das erste Tor angucke, das erste Gegentor, wo der wie Moses durch das geteilte Meer laufen darf. Ja gut, das ist natürlich immer, Jörg, das ist natürlich immer so eine Sache, wenn du so eine Dreierkette spielst, musst du meiner Ansicht nach die ganze Woche auch mit diesen drei Leuten viel, viel arbeiten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich da drei Leute hinstelle und denke, ah ja, die halten jetzt da den Rest der Welt auf. Sondern das ist sehr diszipliniert, muss man da sein. Und man hat gesehen, man muss nur einmal einen Fehler in der Dreierkette machen. Erstens haben sie sich zu weit zurückdrücken lassen. Ja? Dadurch sind sie immer weiter zum Tor hingekommen. Dann haben sie den Fehler gemacht, hinterher zu laufen im 16er, wo du als Dreierkette stehen bleiben musst. Ja, und die beiden Außen müssen dann auch ein bisschen vor, dann musst du mehr auf Abseits spielen. Dadurch, dass Karas ist ja natürlich mit dem reingelaufen, ist das Abseits aufgehoben und es wusste auf einmal keiner mehr, weil er von seiner Seite weggegangen ist, ist ja so rübergelaufen und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wer da noch stand. Muri war auf der anderen Seite. Da war noch einer, der hätte aber auch reinkommen müssen, aber das hat er auch vergessen. Also ich sag mal, das hat überhaupt nicht hingehauen, weil wenn einer einen Fehler schon macht in der Dreierkette, dann hast du ein Riesenproblem. Und deswegen habe ich immer gesagt, Dreierkette ist gut zu spielen. Und ich habe eigentlich auch gedacht, nach dem Spiel gegen Hannover, gegen Nürnberg, Mensch, das ist eine gute Alternative, was wir jetzt haben mit der Dreierkette. Aber wenn man nicht aufpasst, und das muss, ich glaube, Gerrits muss das im Training mehr üben. Das ist, ich glaube, da sind einige Leute, die verstehen das immer noch nicht. Sobald man irgendwo mit reinläuft in so einer Dreierkette nach hinten, dann fehlt dir einer auf der Seite. Ja? Abi, wenn ich eine Dreierkette spiele oder eine Viererkette spiele, dann trainiere ich das ja während der Woche. Da bin ich überzeugt von. Nur, wir waren da viel zu weit von den Leuten weg. Die konnten spielen, wie sie wollten. Elversberg, ich muss dir nochmal sagen, Hochachtung vor dieser Mannschaft, vor diesem Verein. Aber wenn ich zu weit weg bin, nur zuschaue, nicht in die Zweikämpfe komme, ja, dann kann ich die Spiele nicht gewinnen, weil die können auch Fußball spielen, so ist es nicht. Die haben auch gut gespielt schon gegen HSV. Ich glaube, die haben HSV zu Hause 2-1 geschlagen auch. Von daher darfst du die nicht spielen lassen. Das haben wir getan und ruckzuck waren wir 2-0 hinten. Ja, aber ja, war das der Klassiker? Weil ich glaube, das waren zu viele individuelle Fehler hinten gemacht werden, weißt du? Deswegen, ich sage, wenn da einer mitläuft, so eine Dreierkette, die muss hundertprozentig stehen und die müssen sich auch miteinander gut verstehen, ja? Und wenn da nur einer ist, der einen Fehler macht, dann knallt das sofort. Und das hat man ja gesehen bei dem ersten Tor.
der läuft ja auch einmal ganz alleine durch. Ich meine, da kann der Torwart gar nichts machen. Man kann ihn kritisieren, wie man will. Bei dem zweiten Tor, naja gut, da steht er zu weit am Pfosten. Mit ein bisschen Glück kriegt er den vielleicht noch, wenn er einen Schritt weiter macht. Ja, aber das, dann kann man doch jetzt nicht sofort auf den Jungen auch wieder draufkloppen und sagen, oh, der kann nichts, ist keiner. Wir müssen jetzt unbedingt wieder gucken, dass wir einen Torwart holen. Also irgendwo hört er auch auf. Ich meine, wenn da einer Zeit hat, sich da die Ecke auszusuchen, auch wenn er von außen kommt, ja, dann ist kein Mensch da, der den bedrängt. Ja, also dann ist es nun mal so, dass wenn du gut triffst, dass du auch ein Tor machst. Kann dieser Ausfall von Ralle, der ja eigentlich spielen sollte beim Warmmachen, kann der da irgendwas mit zu tun haben? Nee, da kann ich mir nicht vorstellen. Der Junge ist 22 Jahre, ist ein Riesentalent. Deswegen hat man ihn auch geholt und hat sein Vertrauen auch in ihn gesteckt. Dann am Torwart lag es ja mit Sicherheit überhaupt nicht. Es liegt an der Mannschaft, die zu wenig investieren. Und das ist das Entscheidende. Und der Trainer war schon sauer. Hat man auch lesen können. Ja, weil sie das alles vermissen haben lassen, wo man braucht, um erfolgreich zu sein. Ja, wir müssen auf jeden Fall eine höhere Laufleistung haben. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, um durch die Gegend zu grätschen, sondern eine hohe Laufleistung ergibt sich auch dadurch, dass viele Leute immer unterwegs sind, um sich anzubieten. Und je mehr Angebote du hast, desto bessere Spielzüge kannst du auch hinlegen. Wenn du Schamberg siehst, wie der spielt, beobachte den mal. Also wenn wir am Ball sind, steht er immer noch bei seinem Gegner. Ja, der geht gar nicht weg. Der bemüht sich überhaupt nicht, irgendwo in einen freien Raum reinzugehen, wo man ihn anspielen kann. Den kannst du nicht anspielen. Also ist da schon wieder einer im Mittelfeld, den du nicht anspielen kannst und das Spiel geht nicht weiter nach vorne. Man sagt doch immer, die beiden Sechser sind diejenigen, die das Spiel nach vorne drücken. Aber weder Drexler noch er, noch Schamberg, die stehen bei den Gegnern und bei den Ewelsbergern hat man gesehen, die waren anders in der Bewegung. Die sind weggegangen, sind in den Gassen reingelaufen und die blieben nicht stehen und haben gesagt, ja hier, ich bleibe jetzt mal bei dem stehen. Nein, die sind weggelaufen, unsere sind hinterhergelaufen wie kleine Jungs. Ja, und da sieht man den Unterschied, ganz einfach. Ja, und das ist das große Problem überhaupt im Fußball bei jeder Mannschaft. Wenn du Angst hast vor Fehler, da bietest du dich auch nicht an. Da versteckst du dich. Also ist niemand da, den man anspielen kann. Und vorne ist auch niemand, den man anspielen kann. Wenn ich immer höre, wie schnell... Lasse. Ja, wo ist schnell? Es gibt andere Schnelligkeit, das kannst du sehen. Und ich brauche aber keinen Spieler, der auf 100 Meter schnell ist. Nein, ich brauche einen Spieler, der andere schnell ist und der auch vom Tor was machen kann. Nicht, wenn ich frei bin, einen Ball ins Tor zu schieben, welches Problem ist das? Ja. Nein, ich muss vorne, wenn ich spiele, schnell, andere schnell sein, Kopfballstark muss ich sein und Bälle, die kommen, muss ich verwerten können. Und das musst du trainieren. Und immer wieder trainieren. Wer das nicht macht, was habe ich da vorne, wenn ich Mittelstürmer spiele und trainiere das nicht, was ich brauche? Das ist das Allerwichtigste. Und wenn dann was kommt, dann bin ich sicher, traue ich mir das auch zu. Aber so, wenn man sieht, die Bälle kommen rein, die treffen die Bälle hier oben, die gehen ja alle drüber. Das kann ja gar nicht funktionieren. Wie soll ich da Tore schießen? Wenn ich frei bin, ja. Aber wie oft ist das? Ja, Karaman ist derjenige, der sich noch am besten anbietet, ne? Der genau. Auch mal ganz nach hinten kommt, wenn er merkt, es läuft überhaupt nicht, um sich anzubieten, um Bälle zu holen, um was genau, aufzubauen. Genau, der ist unterwegs. Ne? Mörkin ist auch einer, der immer unterwegs ist und was machen will. Ne? Ja, habe ich aber auch nicht verstanden, dass er den rausgenommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte den nicht rausgenommen. Zwei. Wer ist Lasse auf der. Das ist aber auch keiner auf dieser Position als zweite Spitze. Also da kann der auch gar nicht seine Schnelligkeit richtig ausnutzen, meiner Ansicht nach. Der muss über außen gehen, muss die Bälle vorlegen. Hat jetzt mal einmal geflankt, der ging von einer Seite über die andere rüber. Ich meine, das Problem haben wir schon die ganze Saison gehabt, dass da keine vernünftigen Flanken reinkommen, außer wenn wir jetzt Standards haben. Von der linken Seite, die sind alle brandgefährlich, da muss man wirklich sagen. Also da leben wir zurzeit von.
Aber sonst irgendwie was Individuelles irgendwo, dass mal einer über außen durchkommt, ist überhaupt nicht der Fall. Ne? Ja, Thema Spielintelligenz. Ne? Ich meine, das hat natürlich auch was mit Abläufen zu tun, dass sich eine Mannschaft kennt. Bei Elversberg ist der Horst Steffen, der Trainer, jetzt schon seit 5 Jahren da. Die haben viele Spieler, die sogar noch in der Regionalliga dabei waren. Ich glaube, 9 Spieler. Ne? Die spielen lange zusammen. Da passieren einfach Dinge, die du bei uns gar nicht siehst. Nämlich, dass einer, weiß ich nicht, links den Ball rausspielt und rechts bewegt sich einer, weil er weiß, gleich kommt der lange Ball rüber oder dass Dreiecke gebaut werden. Aber das ist ja auch das, was ich immer gesagt habe, Jörg. Du musst eine Mannschaft hinstellen und mit der musst du durchspielen, sonst hat das keinen Sinn. Ja, du kannst nicht jede Woche wechseln. Jetzt haben wir natürlich, die ganze Zeit haben wir, glaube ich, 2 Spiele nicht gewechselt, soweit wie ich jetzt weiß. Gut, das war jetzt natürlich, Elversberg, muss man wirklich sagen, vielleicht hat man auch ein bisschen unterschätzt, dass man gesagt hat, naja, okay, die stehen da, haben 6 Punkte mehr als wir, aber die werden wir schon schlagen im Stadion. Die werden sich vor Angst in die Hose machen, wenn die hier vor 60.000 spielen. Aber das habe ich nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, da habe ich mir gedacht, Leck und Ralle spielen die im Fußball. Wenn wir Drittletzter sind oder Viertletzter, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir irgendeine Mannschaft unterschätzen. Also die werden ja vorher sich darüber unterhalten und werden auch klipp und klar sagen, pass auf, die spielen gegen Schalke 04. Das ist für die ein anderes Spiel, als wenn sie gegen Jan Regensburg spielen. Aber wir haben ja gesehen, Klaus, die haben sich drum geschert hier. Die ersten 20, 30 Minuten habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ja, wenn wir hier nicht aufpassen, da kriegst du 3, 4 Stück. Also so gut waren die. Also die haben überhaupt keine Angst gehabt vor den Zuschauern. Ja, was ich ja mittlerweile auch immer höre, das Trikot von Schalke ist so schwer. Und ja, wenn sie das Trikot nicht tragen können, da vorne ist die Tür, raus und weg. Ganz einfach. Wenn ich für Schalke spiele, dann gebe ich alles. Ja, aber nicht so für 50% und laufe immer schön mit und nur nicht auffallen und. Also mir kann doch keiner erzählen, dass ein Trikot schwerer ist, Ebelsberg-Trikot oder Schalke 04-Trikot. Der Unterschied ist eigentlich nur, spiele ich vor mehr Zuschauern, ja, da muss ich mir mehr den Arsch aufreißen. Aber das machen die in Ebelsberg auch. Die haben einen Durchschnitt von 15.000 oder was? 10.000. Oder 10.000. Ich muss ehrlich sagen, ne? Wenn man dem in volle Hütte 62.000 Zuschauer. Da hätten wir, als wir in Brasilien gespielt haben, vor 160.000 Zuschauer gar nicht auflaufen dürfen. Ja. Weil 160.000 ist nur ein bisschen was anderes als 60.000 oder 62.000. Meine, du spielst Fußball. Konzentrier dich auf dein Spiel. Du musst, je nachdem, welche Position du hast, musst dementsprechend dich auch verhalten und was für die Mannschaft tun. So, ob das 5 Zuschauer sind oder 100.000, das darf keine Rolle spielen, weil wenn ich das nicht kann, was will ich denn da? Ja, also. Ja, aber Elversberg hat es beflügelt. Ne? Also es war für die das Spiel der Vereinsgeschichte, der größte Erfolg, den sie je hatten. Und das hat sie für die erste halbe Stunde beflügelt. Wir müssen ja auch sagen, dass nach einer halben Stunde das bei denen auch wie abgeschnitten war. Und dann haben wir so viel Druck gemacht, dass wir unbedingt vor der Pause noch hätten den Ausgleich machen müssen. Ja, die haben wir 2-0 geführt. Und das ist so ein Ergebnis 2-0. Wie verhältst du dich? Wenn die weiter so gespielt hätten, so frei aufgespielt, da würde sie wahrscheinlich von außen auch etwas bekommen haben und haben gesagt, 2-0, das bringen wir jetzt über die Zeit. Ja, aber der Trainer, der Steffen ist ja auch nicht blöd. Das muss man nur mal auch sagen. Wenn ich 2-0 führe, das wird er mit denen auch schon besprochen haben, dass der gesagt hat, du, wenn wir hier in Führung gehen, Jungs, ziehen wir uns ein bisschen zurück und dann lassen wir mal kommen, weil die haben auch ihre Schwächen hinten. Das hat man ja gesehen. Also ich glaube nicht, dass das nicht so besprochen worden ist, dass wir natürlich nach dem 2-0 ein bisschen da unter oder nach vorne gekommen sind und die unter Druck gekommen sind. Das ist ganz normal, weil die sich zurückgezogen haben, aber haben immer wieder gute Konter gemacht. Ja, der Stocker, der oder wie der ist, der vorne, der ist ein super Junge, der ging ein paar Mal ab, da habe ich gesagt, boah, immer, wieso haben wir denn nicht so einen? Ja, also du kannst ja dann nicht, wie Klaus schon gerade sagte, wenn du 2-0 führst, boah, jetzt geht's mal weiter nach vorne bis zum Erbrechen, geht das nicht, dann ziehst du dich automatisch ein bisschen zurück. Das weiß die Mannschaft, wenn die so lange zusammen spielt schon, dass die sagt, hör mal, komm, lass uns mal bis zur Mittellinie ein bisschen zurückziehen, lass die Schalker jetzt mal machen. Das ist ja für mich auch
immer ein Fehler, wenn ich 2-0 führe, dass ich das verändere, was wir vorher besprochen haben. Dass ich mich zurückziehe, der Gegner kommt ins Spiel. Wir haben auch mal 2-0 geführt in München, gegen Bayern München, nicht gegen Elversberg. Aber da haben wir weiter nach vorne gespielt. Und dann haben wir 7-0 gewonnen. Und nicht das einzige Spiel, wo wir in München gewonnen haben, weil wir nach vorne gespielt haben, weil unsere Stärke war, nach vorne zu spielen. Und bei uns muss es so sein, dass ich von Anfang an im eigenen Stadion, da muss die Post abgehen. Aber fragen in der Sonnenschein. Ich habe auch die Auswechslung. Ach, das war ich nicht. Ich weiß nicht, was mit Tempelmann war, ob der verletzt war. Also das ist auch ein Spieler, den nehme ich nicht raus. Das ist so einer, der noch was unternimmt. Weißt du, der will Tore machen, der probiert irgendwie Leute ins Spiel zu bringen. Boah, den hole ich nicht runter. Also das tut mir leid, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Der Einzige, der noch ein bisschen kicken kann da im Mittelfeld, Draxler, ist ja nicht einer, der jetzt da der große Spielmacher ist und der andere sowieso nicht. Der versteckt sich ja die ganze Zeit nur. Ja, vielleicht ist das für den, ein Paderborner Trikot und ein Schalker Trikot ist für ihn zu schwer. Das muss man, glaube ich, wirklich auch sagen. Oder der Junge, der hat zu wenig, ja, ich sag mal, zu wenig Fußballverstand. Ja, ganz einfach gesagt, weil wenn ich mich pausenlos zu dem Gegner hinstelle, auch wenn wir am Ball sind, dann ist für mich eine Geschichte. Ich habe den mal so ein bisschen beobachtet. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, Junge. Beweg dich doch mal irgendwo anders hin, dass sie ins Spiel kommt. Dann siehst du auch besser aus. Wenn du da immer nur stehst, dann wirst du auch hundertprozentig kritisiert. Ganz klar. Und wir kritisieren ihn ja auch immer. Ja, aber er muss auch was von sich selber mal machen. Ich kann nicht immer nur das machen, was der Trainer mir sagt. Wenn ich immer das gemacht hätte, was der Trainer mir gesagt hätte, da hätte ich auch wahrscheinlich ein paar Mal Scheiße gespielt. Ja, aber das ist doch einfach so. Man muss doch für sich selber überlegen, hör mal, wie kann ich der Mannschaft jetzt helfen? Und das vermisse ich so ein bisschen. Das hat mit dem Trikot, weil ich da gehört habe bei der WAZ, wie die erzählt haben, ja, das Trikot ist zu schwer für einige. Nee, das Trikot ist nicht zu schwer. Es wiegt genauso viel wie jedes andere auch. Ja, es ist nur Schalke 04. Aber damit muss man eben leben, wenn man in so einem großen Verein wie wir hier spielen, ja, dann muss man Gas geben. Dann muss man mindestens rennen und kämpfen und den Leuten zeigen, ich will auf jeden Fall, wenn ich schon kein großer Fußballer bin. Der Malocher Verein Schalke 04 sagt ja eigentlich alles. Ja, wenn man wieder von früher, die haben unter Tage gearbeitet, abends zum Training gegangen, aber ohne dem geht es bei keinem Verein. Und da kann man wieder sehen, Bayern München verliert in Saarbrücken. Warum? Weil sie zu wenig getan haben. Ganz ja, einfach. Ja? Und jetzt auch wieder gegen Heidenheim. Führen 2-0 und ja, dann können sie mehr verlieren. Und Bayern macht vielleicht wieder zu wenig, auf einmal steht 2-2. Aber die sind in der Lage, zuzulegen, im Gegensatz zu anderen. Eigentlich wollte er uns sagen, ne? nein. Ja, also, was kann der Trainer machen? Üben, üben, üben. Und das tut er in der nächsten Woche oder in dieser Woche mit zwei Testspielen. Ne? Einmal in Eindhoven und dann gegen den Zweitligisten aus Belgien, also mittwochs in Eindhoven und gegen Maas Mechelen. Das ist zweite Liga Belgien. Das heißt, dass alle ihre lange Spielzeit bekommen werden. Jörg, ich bin immer noch der Meinung, er kennt den Verein nicht so gut. Dann müsste er eigentlich gegen die U23 spielen, meiner Meinung nach, bevor ich irgendwo nach Holland oder Belgien fahre, hol mir die U23, mache hier ein Spiel, kann dann aber auch gleichzeitig sehen, wer interessant ist von der U23 noch, ja, und dann mache ich mir meine Gedanken. Was sollen wir bei Eindhoven spielen? Da kriegst du nicht einen Spieler, nicht einen. Was soll ich denn dann da? Soll ich dann da den Arsch voll kriegen? Oder die spielen da mit so einer halben Batterie und wir spielen, probieren das mit Gewalt dann das Spiel zu gewinnen? Nein, ich mache doch hier ein Spiel gegen die U23. Da sehe ich alles. Spiele ich aber auch mit der gleichen Mannschaft, die hier gespielt hat. Von euch will ich mal was sehen. Und dann gehe ich zu der U23 hin und sage, hör mal zu, jetzt habt ihr eure Chance, hier zu zeigen. Aber was will ich in Eindhoven? Da kriege ich nie einen Spieler, weil die viel zu teuer sind. Wir hampeln hier rum
und sagen, hier, der Tönnies schlägt sich mit dem Häfner und der sagt, ja, der ruft mir nicht an und der ruft das nicht an. Hör mal, marketingmäßig haben wir zurzeit überhaupt noch nichts gemacht. Du musst dir mal vorstellen, ich sag mal, das Jahr ist bald zu Ende. Die großen Firmen geben ihre Budgets fürs nächste Jahr. Das heißt, wenn du irgendwo von einer großen Firma Geld haben willst, dann musst du jetzt und nicht im Januar, Ende Januar oder Mitte Januar, dann kommen die alle hin und sagen, ja, tut uns leid, unser Budget ist schon weg. Da können wir leider mit euch nichts mehr machen. Weißt du, das ist auch eine Geschichte, da müssen wir auch mal drüber reden. Ist ja alles schön und gut, wenn man ein neuer Marketingmanager ist. Aber die hätte schon leer anfangen müssen. Die hätte schon, was weiß ich, nach Hagedorn laufen müssen. Der Hagedorn ist einer der größten Unternehmer überhaupt. Der macht auch zig Milliarden bald. So, und da muss man doch mal hingehen und mal sprechen. Der hat einmal, hat er jetzt, glaube ich, auf dem Hemd hier im Pokal hat er seinen Namen da drauf gemacht. Ja, aber da muss ich doch hingehen. Wir haben doch hier große Firmen. Ele, was weiß ich. Da muss man doch mal hinmarschieren. Wenn die erst im Januar hinmarschieren, ist das Geld weg. Ja, ja, ist aber so. Ja. Du glaubst doch nicht, dass die ganze Zeit nur zu Hause und im Büro sitzen und nichts tun. Ja, ja, aber ich, ja, aber was heißt nicht, ich sehe aber, wenn ich mit Leuten rede, ja, von der Ehe habe ich mit ein paar Leuten mal geredet, die haben gesagt, bei uns war noch nie einer. So, und bei Hagedorn, da kommen sie immer und sagen, hallo, wie geht's, wie steht's, aber doch mal hingehen, nicht hier in der Loge, sondern sich mal mit denen treffen und sagen, immer, was können wir machen? Ja, ich habe mit Hagedorn auch mal geredet, gesagt, ja, klar, würde ich mehr machen, aber müsste ich erst mal abwarten, ja, was so passiert. Ja, aber irgendwann muss auch mal angefangen werden. Ich kann doch nicht im Januar anfangen, mit großen Firmen zu verhandeln. Da ist das Budget ist weg. Ja, tut mir leid. Ich bin jetzt kein Marketing-Junge. Ja, aber ich weiß, wie große Firmen verhandeln. Und die sagen, Oktober fangen wir an. Und dann haben wir 5 Leute da und mit den 5 Leuten unterhalten wir uns und den Besten nehmen wir. Ja, werden wir sehen, was dabei rauskommt. In dem speziellen Fall ist es natürlich auch so, der kommt von woanders, da muss er erst seinen Vertrag beenden, dann kann er hier offiziell erst am 1.1. Ja, da muss er, der Vorstandsvorsitzende machen, der ihn ja am besten kennt. Da muss er loslaufen und sagen, dann mache ich das so lange für dich. Ja, da passiert was, was wir nicht mitbekommen. Denn die wissen ja, alle, die kennen ja auch alle die Zahlen und wissen. Ja, weil wir brauchen neue Spieler für die Rückserie. Nee. Brauchen wir auf jeden Fall. Also. Ja? Und dann kannst du mir erzählen, was du wolltest, auf verschiedenen Positionen. Brauchen wir auch ein paar Klassenspieler. Nicht Spieler, die 500 Euro kosten oder was. Ja, die bringen die nicht weiter. Sonst kommen wir irgendwo in ein Tal rein, was wir schon mal besprochen haben. Dritte Liga, keiner denkt daran. Es ist leider so, mit der Truppe, die wir zurzeit haben, sage ich dir, kommen wir da unten ganz schlecht raus. Also brauchen wir, wir hampeln schon so lange rum auf der rechten Seite. Kein Mensch, wir hätten doch schon längst auf der rechten Seite einholen müssen. Ja, da bin ich anderer Meinung. Im Winter kriegst du keinen guten Spieler. Oder der kostet wahnsinnig viel Geld und das haben wir nicht. Wintereinkäufe, das hat selten geklappt. Selten. Du musst vor der Saison, da musst du unterwegs sein. Die letzte Halbserie, ja, da musst du unterwegs sein. Da musst du Leute holen, schnelle Leute. Wir haben es öfter schon gesprochen. Einen langsamen Spieler würde ich nie kaufen, nicht für 5 Euro. Weil der immer Probleme hat. Einen schnellen Spieler würde ich kaufen und mit dem würde ich jeden Tag 3-mal trainieren, um ihn zu verbessern für seine Position, die er spielt. Und das funktioniert eher, als einen langsamen Spieler schnell zu machen. Das gibt es nicht. Ja, jetzt haben wir erstmal Länderspielpause. Ne? Haben die Testspiele vorher. Klar, dann ist ein Wochenende ohne Bundesliga-Fußball und dann geht's nach Düsseldorf. Samstag 20.30 Uhr natürlich. Nur mal ganz kurz, die beiden Testspiele. Wir werden natürlich von der U19, von der U23 Leute mitnehmen, sie zu testen.
Ja, aber du ganz hast klar. doch einmal, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, Klaus. Ja, gegen Qualität. Ja, aber, wenn du, hat aber Qualität. Die U23 spielt ja noch nicht mal so schlecht. Aber du kannst doch dann auf einmal sehen, wen du da überhaupt gebrauchen kannst. Wenn du zwei mitnimmst, du nimmst zwei falsche mit. Hallo, zwei falsche mitnehmen? Ja, ist doch so. Die guckt sich doch die U19 oder U23 von ersten Meisterschaftsspiel bis jetzt, gucken sie sich doch an. Ja, dann kann doch nicht sein, dass auf der rechten Seite pausenlos einer fehlt. Es kann doch nicht sein. Das weiß ich nicht. Und wer da spielt bei der U23, U19, weiß ich auch nicht. Steven van der Sloot, ne, spielt auf der rechten Seite und hat sowohl defensive als auch offensive Qualitäten. So. Macht auch mal eine Bude, bereitet eine vor. Ja. Da müsste man mal gucken. Beispiel. Ne? Und, aber dann musst du dran gehen. Pass auf, Junge. Du kriegst jetzt mal eine Chance. Und wir werden dich weiter beobachten, wie du dich weiterentwickelst. Aber eins sage ich dir jetzt schon. Wenn du da spielst, dann musst du dir den Arsch aufreißen von der ersten bis zur letzten Minute. Machst du das nicht, hast du hier keine Chance. Mal Klartext reden. Ob wir das machen, weiß ich nicht. Aber wenn einer Qualität hat, dann muss er das zeigen. Und nur auf dem Platz, beim Training, auf dem Platz und nirgendwo anders. Und da sind solche, meiner Meinung nach, solche Spiele gegen Eindhoven. Die sind eine Spitzenmannschaft in Holland. Und du hast auch gute Gegenspieler. Die hast du. Da kannst du da zeigen, was ist los. Gut, jeder hat eine andere Meinung. Ja, ich habe die Meinung, du hast die Meinung. Ja, ist ja auch gut so. Ja, klar. Ja. Ja. Das wäre ja schlecht, wenn wir nicht beide die gleiche Meinung hätten. Also, danach geht es nach Düsseldorf, dein Lieblingsgegner übrigens. Ne? Nicht, weil du gegen die meisten Tore geschossen hättest, du hast gegen keine andere, auch nur anderen, so oft gewonnen. War dir das bewusst? Nee, wenn du das sagst, wird schon stimmen. Ich glaube, du bist ja auch zu verletzt, was hast du dein erstes Siege. Spiel wieder hier gemacht, nach deinem Schienbeinbruch, glaube ich. Nee, das war Wuppertal. Oh, nee, das war, glaube ich, nach der anderen Geschichte. Das war Wuppertal. Die will ich jetzt aber nie erwähnen. Das erste Spiel nach meinem Schienbeinbruch war gegen Borussia Mönchengladbach. Ah ja, kann auch sein. Und Wuppertal war nach der Sperre? Genau. Genau, das wollte ich nicht sagen. Siehst du, wo war die das? Ja, aber ist ja so. Ja, ich mach das haben nicht. Da haben wir Leute erzählt. Also ich habe dort, glaube ich, drei Tore gemacht. Drei und Stück hast du hier gemacht. Da haben die Leute auf der Tribüne, einige, nicht alle, aber einige haben geheult vor Freude. Ja, ich auch. Dass du wieder da warst. Ja. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, wie froh wir darüber waren. Ne? Ja, natürlich. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass deine Nachfolger gegen die Fortuna auch eine gute Bilanz haben. Ja, aber Düsseldorf zu Hause ist schwer, glaube ich. Wir wären ja schon zufrieden, wenn die ganze Truppe wirklich bei jedem Spiel, egal wo sie spielen, ob zu Hause oder auswärts, Gas geben, dass sie draufgehen, dass sie um jeden Zentimeter fighten. Das reicht ja uns schon. Das andere kommt vielleicht dann von selbst. Aber andersrum. Herberger hat gesagt, über den Kampf zum Spiel. Nicht über Spiel und dann kämpfen, nein. Und der Mann hat die Ahnung, er ist Weltmeister geworden. Ja. Was soll man da noch sagen? Wir nicht. Also hat der Sepp recht. So, wir drei sind keine Weltmeister geworden. Ja, er hat immerhin gespielt. Ja, der Klaus. Und dafür gesorgt, dass wir da reingekommen sind. Ja, eben. Lux, vielen Dank. Gut ab. Vielleicht mal ganz schön, wenn am Wochenende auch kein Spiel ist, ne, dass man sich ein bisschen ausruht und dann frisch. Auch eigentlich wäre das egal gewesen. Ich hätte auch Spiele in Düsseldorf auch ganz gern gesehen, muss ich sagen. Vielleicht ist es manchmal sogar besser, wenn man. Jetzt hast du wieder so lange Zeit bis zum Spiel. Eben. So heißt es, nach 8 Tagen kannst du vielleicht wieder gut machen. Ja, genau so ist es. Ja. Aber wir wissen ja, wir müssen uns in vielen Dingen verbessern und dazu ist ja das Training. Wir müssen uns sehr verbessern. Das ist dann ganz gut, wenn du 2 Wochen hast, in denen du voll trainieren kannst. Hat der Düsseldorf nicht gegen WN Wiesbaden verloren? Die haben in Fürth verloren. Jetzt. In Fürth verloren, ja. Spielvereinigung Fürth. Ja gut, aber in Düsseldorf spielen die, glaube ich, ganz gut. Die haben, glaube ich, nicht so viel. Die haben 0-3 und 4-3 oder so Zeug. Ne? Ja. Also da auf jeden Fall müssen wir in Düsseldorf ein anderes Gesicht zeigen, als das hier. Das sind wieder 50.000 Zuschauer. Ja, sicher. Weiß ich nicht. Also, glaube schon. Ja. Ich habe keine Karte mehr gekriegt. Jetzt schon nicht. Kannst du dir vorstellen?
Okay. Also ich glaube, da sind so 7.000, 8.000 Schalker werden schon da sein. Ja. Die werden sich schon noch ein paar Karten besorgt haben. Wird auf jeden Fall eine stimmungsvolle Geschichte, wo wir hoffen, dass es auch erfolgreich ist. Vielen Dank, Klaus Fischer. Vielen Dank, Rüdiger Bramczyk. Und vielen Dank euch Glück auf, für eure Glück Aufmerksamkeit. Auf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Glück auf.